Ich mache mich jetzt auf den Weg zum Night Piston City. Wir sind in Niedersachsen in Borklo. Ich habe die großartige Aufgabe, heute Nacht die Skipiste und die Schneekanonen, die hier sind, zu bewachen und immer mal umzustellen, dass der Schnee sich verteilt. Das hier wird mein kleines Reich sein. Ich weiß nicht, ob man das hier im Hintergrund schon ganz gut sehen kann, aber das ist jetzt quasi hier die Piste. Die ist schon ordentlich beschneit worden. Es hat minimal auch geschneit, aber der Rest kommt von Schneekanonen. Schneekanone, Schneekanone. Die Jungs sind da draußen jetzt noch dabei, das Wasser anzuschließen, damit wir unsere Schneekanonen befeuern können. Das wird ein spannendes Projekt. So, Freunde, ihr hört das sicherlich schon im Hintergrund. Der Ernst hat begonnen. Wir haben den Schnee, der war am Laufen. Ja, bei dem Blizzard. Schon der also wenn ihr das sehen könntet, was wir hier sehen, da ist man schon froh, dass man hier noch eine E-Heizung hat. Und genug Bier. Also, Prost. Zum Wohl. Ja, dass wir noch ein bisschen was dazu kriegen bis morgen früh. Ja? Wenn morgen früh gutes Wetter ist, Freunde, dann starten wir mal die Drohne rein. In den Blizzard. Guck mal, wie lange die Rotoren halten. Das für den Blizzard ist, ne? Also, wir gehen nochmal von aus. Ich zeige das mal eben, ob man das, ich weiß nicht, ob man das sieht. Aber also wenn ihr da so rausguckt, hinter dem Fenster, da ist schon so ein derber Blizzard. Ob man jetzt sagt, es ist bitterkalt oder erfrischend kühl, das darf man in der heutigen Weltanschauung wohl dann in seiner eigenen Wahrnehmung bestimmen. Auf jeden Fall sind die Schneekanonen on point. Erste große Komplikationen. Ich habe mir Verstärkung einfliegen lassen. Ne? Hi. Moin. Und auch den Chef vom Dienst haben wir nochmal wach machen müssen. Weil die Beschneiung hat hier und da kleine Komplikationen mit aufgeworfen. Aber weitere Maschine angeschmissen und dadurch behoben. Ich hatte ja Nachtwache. Durchschlafen konntest du aber jetzt auch nicht, ne? Ja. Und wir hatten folgendes Problem. Ja, die Turbine ist ausgefallen. Und dadurch ist es einfach nicht mehr weit rausgeblasen worden und dann wird es auch zu nass, ne? Mussten wir also abschalten und spontan neue Schneemaschinen anschaffen. Ja, genau. Ja. Aus der Not eine Tugend machen. Richtig. Es war einfach an der Zeit, dass unten auch ein bisschen neuer Schnee hinkommt. Deswegen haben wir das gemacht. Nach einer einmaligen Nachtschicht sind wir im Morgengrauen da. Hier vielleicht noch mal ganz kurz unser Wasserreservoir, dass man das einblicken kann. Der pH-Wert muss ja auch stimmen bei so einem Wasser. Zwei Tage, zwei Nächte, Vollgas durchgeschneit und es ist im Prinzip immer noch nur genug zum Rodeln, noch nicht zum Skifahren, was wahrscheinlich auch nicht realisierbar sein wird. Trotzdem, ein geiles Erlebnis. Das sind so Tage im Jahr, die vergisst man nicht. Wir messen jetzt schon mal den Schnee und die Schneetiefe hier auf dem Steifen. 50 cm, das ist ordentlich.
Aber Linde, mal ganz ehrlich, wir sitzen hier in der Gondel. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ja, gut. Jeder muss ja große Ziele haben. Aber für dieses Jahr lassen wir das erst noch. Das heißt, egal ob ihr rodeln wollt oder euch gemütlich einzwitschern bei schöner Schneeatmosphäre, hier seid ihr richtig, Freunde.